Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier im Trading Card Superstore. Der gute Lukas ist zum zweiten Mal heute dabei, ich heute zum ersten Mal. Und falls ihr auch gerne mal dabei sein wollt, solltet, könnt ihr euch gerne Tickets kaufen bei Trader. Jawohl. Hochgewinnt? Hochgewinnt. Ich nehme wieder Licht. 1-4. Ja. Ich möchte da... Du möchtest anfangen? Nee, du anfängst. Ich soll anfangen. Ja, du ein gutes Spiel. Gutet. Ja, auf ein gutes. Also wir spielen im Casual-Format hier bei Trader. Bisschen entspannter, nicht so ganz High-Tier-Meter, ne? Ich würde gerne als erstes meinen Alistair, den Beschwörer, als normal Beschwörer und seinen Effekt spielen. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. Der Alistair. Der Alistair. Timer muss ich noch ganz kurz starten. Mhm. Nee, so nicht. Machen wir eine Stoppuhr. So. So, Alistair sucht mir die Beschwörung. Jo. Wer hätte das gedacht? Und weil ich jetzt mir die Beschwörung gesucht habe, würde ich jetzt auch gerne direkt den Alistair weglinken. Mhm. Link 1 in meine Artemis, so Magistus Mondmind. Der Effekt ist erstmal jetzt irrelevant. Die ist nur ein Lichtmonster. Jo. Denke ich mal in Ordnung. Dann, dann aktiviere ich die Beschwörung, verbanne mein Alistair und meine so Magistus Mondmind. Ja. Um den guten alten Beschworenen jetzt Mekkabar als Fusionsbeschwörung für den Extra-Deck zu beschwören. Der Dude konnte nochmal. Ja, erkläre ich gleich. Okay. Ich mache erstmal den Rest hier. Oder ich kann auch kurz erklären. Der kann immer das Gegenstück annullieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt einen Monster-Effekt machst, kann ich ein Monster von der Hand abwerfen, um den Effekt zu annullieren und die Karte so zu verbannen. So, wenn du eine Zauberkarte aktivierst, kann ich das mit einer Zauberkarte abwerfen und annullieren. Ne? Aber das geht nur once per turn, also ich kann es nicht immer wieder machen. Mhm. Ja, das war es auch schon. Okay. So, dann würde ich gerne als nächstes meinen Nadir-Diener aktivieren und ein Monster vom Extra-Deck auf den Friedhof legen. Mhm. In dem Fall lege ich Garura rein und suche mir eine Dogmatica jetzt Monster. Suche ich mir Ecclesia. Die Tugendhafte. Dann in der neuen Chain aktiviert sich der Effekt von Garura. Yes, du darfst eine Karte ziehen. Genau. Das würde ich auch gerne tun. Dann würde ich gerne noch den, die Ecclesia als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Weil ein jetzt extra Deck Monster auf dem Feld liegt. Dann auf Summon aktiviert sie ihr Effekt. Und ich darf mir eine Dogmatica-Karte vom Deck der Hand zufügen. Jo. Da würde ich mir auch jetzt ganz gerne die Fleur de Lis suchen. Die kann ich als Spezialbeschwörung während der jetzt Main Phase als Quick Effect beschwören. Aber auch nur, wenn ich ein anderes Dogmatiker-Monster kontrolliere und dann ein jetzt Monster annullieren. Also jetzt ein Monster annullieren. Mhm, mhm. Gib mal bitte ab. Aktiviere ich Topf der Begierden. Yes. Verbanne 10 und ziehe 2. 6, 8, 10, 2. Ja, kann man darauf verzichten. Für 2. Und dann aktiviere ich noch den Effekt von der so Beschwörung. Ich mische sie zurück ins Deck. Mhm. Und adde mir einen Alistair zurück auf die Hand. Der hatte, glaube ich, noch einen Handeffekt, ne? Ja, genau. Ich kann den abwerfen und dann kriegt einen zu Fusions. Gibt Monster 1000 Punkte dazu. Ja, okay. Mischen wir noch einmal. Yes. Mission Impossible. Setze eine Karte verdeckt. Mhm. Dann würde ich meinen Zug auch schon beenden. Okay, dann du. Ich möchte mal kurz gucken. Ja, klar. Das ist wirklich. Und zwei Turn. Weil du kannst nur einmal diesen Effekt aktivieren, ne? Diesen. Ja, Zauber. Das Bolz bei Tört, genau. Okay, nee, aber nicht hier einmal Falle, einmal Zauber. Nee, einmal, nee, das wär zu krass. Ja. Man weiß alles nicht. Möglich, ne? Man fragt nur. was mache ich dann? Ich würde anfangen mit Ein Held lebt. Ich zahle die Hälfte meiner Lebenspunkte, schon mal als yes. Kosten. Und wenn es okay ist, dann dürfte ich ein Elementarheld spezial beschwören. Zahlst erstmal die Kosten, ne? Mhm. Ein Held aus dem Deck beschwören möchte. Genau. So. Der Stufe 4 oder niedriger.
sagen, das würde ich gerne annullieren. Das finde ich ziemlich stark. Werf okay. mein schwarzes Loch ab, um es zu annullieren, in Bezug auf Verband. Das ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Ich wollte schon sagen, das ist irrelevant. Dann würde ich als nächstes Faris aktivieren wollen. Den kann ich halt als Kosten kann ich eine Karte abwerfen und dann dürfte ich ihn spezial beschwören. Ja, das. Gut, dann Effekt 1, Effekt 2. Er sagt, ich darf mir ein Visionsheldmonster in meine Zauberfallenzone legen. Mhm. Und sie sagt, ich darf mir ein Heldmonster. Ja, vielleicht drauf reden. Okay. Der sucht einen? Genau, richtig. Der ist auf 1, auf 2. Würde ich gerne vom Grab gerufen aktivieren und gerne den annullieren und verbannen. Okidokidoki. Dann darfst du weitermachen. Gut, dann kommt der Increaser. Ja, die sind scary, die Helden, ne? Mhm. Die können schon manchmal Dinge. Können auch Tekan vor allem. Ja. Dann würde ich gerne einmal den Effekt von Increaser aktivieren, ja. indem ich halt ihn wegtributiere, ihn nach oben hole. Ja. Dann sein Effekt, er sucht mir ein, oder speziell beschwört mir ein Heldmonster, ein Visionsheldmonster. Aus dem Deck? Aus dem Deck, ja. Das würde ich gerne mit meiner Effektverschlagung annehmen. Okay. Okay, okay, okay. Aber ich mache trotzdem spielen kannst. Mal gucken wir mal. Der hat schon ein paar Interruptions. So einfach. Ja, schwierig. Struggle is real. Ich würde Fusionsschicksal aktivieren. Rote Karte. Und was macht die nochmal? Sie macht eine Fusionsbeschwörung auf ein Schicksalsheldmonster und dafür kann ich Material von meiner Hand oder mein Deck. Mach das. Und es wird dann halt während der Endphase des nächsten Spielzuges zerstört. Mhm. Da lege ich mir den Denier rein. Ich lege mir einen Malicious rein. Ich lege mir noch einen Malicious rein. Was kommt denn jetzt? So ein bisschen kommt nicht der Sachen schießen kann? Wie ich wüsste er noch mal? Ja, der ist leider verboten in der Casual-Gruppe. Ah, der ist verboten in der Casual-Gruppe. Ja, der wäre zu der krass. Krass. Dominions kommt. Was macht der denn noch? Ja, der kommt sehr selten bei mir vor. Ich müsste selber nochmal nachgucken, was er kann. Während deiner Main-Phase, du kannst die obersten 5 Karten deines Decks oder des Decks deines Gegners ansehen, dann lege sie in beliebiger Reihenfolge auf das Deck. Wenn diese Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstört, kannst du eine Karte ziehen. Falls diese Karte als Fusionsbeschwörung geschorene Karte durch Kampf oder einen Kartenangriff zerstört wird, kannst 3 Schädelheld-Monster Stufe 9 und niedriger mit unterschiedlichen Namen in deinem Friedhof wählen, beschwören. Okay. Ja. Ja. Das kann er. Also du kannst dir die Deckkarten angucken und dann, ja, und dann, wenn er was durchkommt, zerstört. Ja. Genau, richtig. Das würde ich dann jetzt auch einmal gerne machen. Mach das. Und zwar würde ich das gerne mit meinem Deck machen. Mach das. Ja, würde ich einmal so machen. Dann würde ich einmal den Malicious verbannen wollen, um ein Malicious Spezial zu beschwören. Ja. Das wird wieder auf 3, ne? Der war so lange auf 2 und dann mal auf 3. Genau, richtig. Der ist mittlerweile auf 3. Das tut dem Deck auch ganz gut. Ja, glaube ich. Tatsächlich. Ich würde dann. Okay. Dann würde ich als nächstes mit den beiden, ich kann nämlich noch Finsternis Heldmonster spezial beschwören vom Extra Deck. Ist gelockt, ne? Ja. Genau, richtig. Das, also generell ja, nur beschwören. Die meisten sind ja Finsternis Held, oder? Also, ja. Ja. Die meisten. Die meisten, vielleicht. Hole ich den Cross Crusader? Yes. Effekt vom Cross Crusader.
Ich dürfte mir ein Schicksalsheldmonster vom Friedhof spezial beschwören. Ich glaube, ich gerne mit meinem Fleur-de-Lis. Ne, warte mal. Während der Mensch, der aktiviert es danach erst. Und der reward jetzt gerade ein, ne? Genau, richtig, ja. Ich habe ihn jetzt aktiviert, aber ja, also, ja, dann ist der Chanting 1, der Chanting 2, dann kommt der zuerst. Oder? Dann negiert er den doch, oder? Ist doof? Ja, klar. Wenn der Mensch ist. Ja. Ja, dann, das kannst du machen. Dann würde er den negieren, das heißt, du kannst nichts reborn. Okay. Thinking. Keep him rethinking. Okay, dann, weil ich ein Schicksalsheldmonster in meinem Friedhof habe, darf ich den Naya Spezial beschwören. Ja. Wenn er normal aus Spezial beschworen wird, darf ich mir ein Schicksalsheldmonster vom, was verbannt ist oder in meinem Friedhof ist, auf den Deckfeger zurücklegen. Ja. Dann würde ich ganz gerne mit den beiden in Link 2 gehen. Jetzt bitte lass mich den noch. Warum habe ich das gemacht? Ist ja, also macht zurück, ist okay. Ja. Alles gut. Gut, der ist bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Das gefällt mir nicht so. Finde ich gut, wenn es nicht so gefällt. Aber es sollte mich nicht daran hindern, trotzdem Sachen zu machen. Indem ich halt zum Beispiel ein Malicious nochmal verbanne. Mhm. Und nochmal ein hole. Ja. Genau. Jetzt bin ich ja nur noch im Finstern nicht gelockt, wa? Finstern ist Krieger oder Finstern ist Held? Finstern ist Held. Ja, okay, also schon sehr restriktiv, ne? Ja. Würde einmal die beiden, die drei, verlinken in einen Dread Decimator. Erstmal kriegen alle Heldmonster, auf die er zeigt, 100 ATK für jedes Monster, also Heldmonster mit unterschiedlichen Namen. 1, 2, 3, 4, 5, 500 ATK. Und er macht, ja, kannst du drauflegen auf ihn. Der kriegt dann nochmal 500 und zusätzlich, wenn er ein Monster in Verteidigung ist, macht er Durchschlagschaden. Okay. Das ist erstmal halb so wild. Ich nehme den Darkwolf. Ja, mach ich weiter. Ja. Dann würde ich einmal in die Battle Phase eintreten. Ja. Ja, die kann nicht durch Kampf zerstört werden mit extra Deckmonstern, ne? Nur zur Info. Und wenn dein Dogmatiker-Monster einen Angriff. Nee, okay, hast du recht. Sonst macht er nichts. Nee, so macht er nichts. Ja. Schwierig. Ja, ich würde erstmal mit ihm deinen Mech aber kaputt machen. Das da würde ich gerne im Damage-Step was machen, wenn es okay ist. Würde ich im Damage-Step gerne den Alistar aktivieren, ja, stimmt, dann kriegt er 1000 Push. Ja. Dann hat er 3,5 und dann hat 3,4, das heißt, deiner geht drauf. Ja, der geht drauf. Weil er durch Kampf zerstört wurde, darf ich mir 3 Schicksalsheldmonster von meinem Friedhof auswäschen. Ach, krass. Stufe 9 mit unterschiedlichen Namen, okay. Und dann auch noch bis zu 3. Der hat keine Stufe, ne? Der darf so nicht sein. Nee, den wollte ich auch nicht nehmen, der lag jetzt so aus Versehen. Gut, dann darf ich die beiden. Manchmal so. Ja. Ja. Schwierig. Und dann würde ich noch einmal mit dem Dreadmaster sie anwenden. Dann nehme ich 1000 Punkte Schaden, aber die wird nicht durch Kampf zerstört, weil der ja vom Extra-Deck kam, der Kollege. Genau, ne? Richtig. Okay. Ein bisschen Schaden muss sein. Und dann gebe ich an dich ab. Okay. Dann sich. Jo. Drawface, Stamper Main. Aktiviere magische Schmelze. Jo. Ich würde gerne einen Alistar suchen aus dem Deck. Jo. Dann würde ich den auch gerne normal beschwören, damit aktivieren. Jo. Sucht mir eine Beschwörung.
Der hat 2,5, ne? Mhm. Der ist groß. Würde ich gerne die beiden weglenken. Jo. In mein Alistair mit dem Beschwörer des Wahnsinns. Ja. Das macht viel doof. Das ist wieder Darks, ne? Oder Dark. Dark, 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 Dark. Dark, Dark. Dark ist gar nicht so. Goll. Aktiviere ich Beschwörung. Mhm. Verbanne Alistair und Ecclesia. Ja. Für den zweiten Mechabar. Dann aktiviere ich den Effekt von Sofrons bei Turn auch, ne? Also. Ja, der ist Sofrons bei Turn. Ja, der ist nicht Sofrons bei Turn. Dann auf Summon-Effekt von Alistair, dem Beschwörer des Wahnsinns. Wenn da was reinfusioniert wurde in seiner Zone, dann darf ich mir eine Beschwörung jetzt oder ein Buch des Gesetzes von meinem Deck der Hand hinzufügen. Ich muss aber dafür eine Karte abwerfen. Mhm. Trenne ich mich von zu meinen Punkertops. Suche mir ein Buch des Gesetzes. Dann Effekt Beschwörung. Mhm. Füge sie in meinem Deck hinzu und adde mir Alistair zurück. Mhm, mh. Der hat 2,5, du hast noch 3,9, ne? Würde ich gerne mein Buch des Gesetzes aktivieren. Ja. Die sagt aus, dass ich ein Invoked Fusion Monster mit einem anderen vom Extra Deck tauschen kann. Das heißt, ich biete dir das Tribut an. Mhm. Und beschwöre jetzt mein Purgatrio. Der darf jedes Monster, was du kontrollierst, einmal angreifen und macht durchschlagen Kampfschaden. Und der kriegt 200 Punkte für jede Karte, die du kontrollierst. Das heißt, der hat jetzt 600, ist er bei 2,9. Ja. Dann würde ich gerne die Battle Phase eintreten. Mhm. Da sieht so aus, als ob es den angreifen. Okay. Dann nimmst du 400 Punkte Schaden. Ja. Dann ist er nur noch bei 2,7. Mhm. Dann greift er dein Dylan. Jo. 2,7 minus 800 sind 1,9. Dann greift er den an für. Jo. Müsste sogar schon reichen, ne? 1,9. Ja, das reicht. Das reicht. Dann GG. Hm. Ja, Purgatrio ist die Macht, ne? Ja. Ah, das viele Negates auf einmal. Ja, er hatte viele Negates. Stimmt. Die taten weh. Glaube ich. Ja, dann der kann auch echt eskalieren, ne? Also so, wenn man das gelässt, das ist ja gefährlich, ne? Das stimmt. So, dann nehmen wir mal in Spiel 2. Zack. Zeit vielleicht einmal ganz kurz. Kari, ja, hi Kari, auch lange nichts gehört. Vielen Dank, dass du immer dich um alles kümmerst hier im Stream. Hast du 2-0 gegen Dirk gewonnen? Ja. Das ist ja ein Ding. Da bin ich gut durchgekommen. Gegen die Inferno, ich fand das ja auch eigentlich ein starkes Deck, ne? Ja. War schon okay. Hätte nervig sein können, sagen wir es mal so. Ja, im aktuellen Format sind ja Reasoning und Monster Gates sind beide auf 1, meine ich, ne? Kann sein? Ja, kann sein. Dann ist das Inferno-Strategie vielleicht doch nicht so viable, ne? Aber. Ja, ich konnte halt immer gut das Feld von ihm räumen, tatsächlich. Ja, ist ja auch ein gutes Second Deck, ne? Dein ja. Haufen, ne? Ja, aber ich würde gerne anfangen. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Da, gutes Spiel. Gutet.
Kariloben. Ja, jetzt immer Kariloben, ist wichtig. Believe Goat, Goat, jetzt Goat läuft immer gut. Oder? Übrigens, Werbung, wow. Am 3.8. Goat-Event hier bei Trader. Könnt gerne vorbeikommen. Ich bin auf jeden Fall da. Vielleicht sieht man sich ja. Kauft euch Tickets. Ist wow. Wichtig. So gut die Hand oder so schlecht? Wow. Alice ist Gold. Einmal um eine finstere Fusion zu suchen. Ja, mach weiter. Bei 19 Minuten Spielzeit. Finsterer Zauber. Auch eine Altkarte, ne? Jo. Ich darf es schon abheben. Gucken wir. Ha. Das ist ja ist interessant. Ganz neue Erkenntnisse. Ja, finsterer Zauberruf. Ich mache eine Fusionsbeschwörung. Ja. Ich verbanne ihn und ihn. Ein böser Held und ein Monster Stufe 5 oder höher. Und hole den Malicious Bane. Der sieht böse aus. Ja, der kann nicht durch Kampf- und Karteneffekte zerstört werden. Zusätzlich kann ich einmal während meines Spielzugs. Warte mal, der kann weder durch Kampf noch durch Karten. Wie kann der denn zerstört werden? Einfach gar nicht. Muss man sich einfallen lassen. Mhm. Wie, ne? Der Main Phase, du kannst alle Monsters stören, den Gegner kontrollieren und der hat natürlich eine kleine. Ui. Ja. Der ist ein guter. Ja, kann man mit was anfangen, wa? Ja. Ich sette diese Karte. Mhm. Und dann muss ich leider schon nicht abgeben. Das ist zig. Draw Phase, Dammer Phase, Main Phase. Ist alles okay? Ja. Dann aktiviere ich Nadir Diener. Jo. Sende ein Monster von meinem Extra-Deck in den Friedhof. Sende Garuba. Mhm. Adde mir eine Dogmatiker-Karte, in dem Fall meine Ecclesia, die Tokentafte. Dann triggert er den neuen Chain Garuba und ich würde gerne eine Karte ziehen. Jo. Würde ich gerne meinen Ecclesia als Spezialbeschwörung so beschwören, weil ein extra Deck beschworenes Monster im Feld liegt. Yes. Auf Summon würde ich gerne ineffektiv werden. Ich suche mir eine Dogmatiker-Karte. Yep. Kann auch nicht durch Kampf zerstört werden. Ne? Nope. Wo ist denn mein. Maximus, der hat zumindest 3000 Def. Dann aktiviere ich mal Upset Goblin. Mhm. Du kriegst 1000 Punkte. Yay! Woo. Und ich darf eine Karte ziehen. Ja, der kann gewählt werden, ne? Ja, Bruder. Gewählt okay. Kann er. Gut, gut. Dann würde ich gerne mal jetzt Maximus als Spezialbeschwörung beschwören, indem ich ein Extra-Deck-Monster vom Friedhof verbanne. Mhm. Und der hat jetzt den Effekt, ich kann während der jetzt Main-Phase, kann ich den Effekt wählen und zwei Monster mit unterschiedlichen Namen vom Extra-Deck auf den Friedhof legen und zusätzlich legt dein Gegner zwei Monster von dem Extra-Deck auf den Friedhof. Machen wir doch mal. Du willst den Effekt aktivieren? Genau. Okay, dann schäme ich mal einmal an mit einer Superpulli. Hm. Oh, das gerade abwerfen? Genau. Ja. Dann fusionieren wir mal. Fusioniere ich die beiden weg. Okay. Und hole mir dadurch ein Garura. Zwei Monster mit demselben Typ und derselben Eigenschaft. Ja, das passt. Das passt, wa? Ja. Dann resultiert die, also die, der war Chaining 2, der war Chaining 1. Ne? Du musst noch zwei weglegen. Ich auch. Ja. Die beiden, dann lege ich die beiden rein. Dann neue Chain, triggert der auf Summon?
Ne, der ist ja nur, wenn er auf dem Friedhof gelegt wird. Wenn er Friedhof gelegt wird. Genau, ne? Dann darf ich eine Karte ziehen. Ja. Dann Effekt Enters. Mhm. Der kann ja nicht durch Kartenfacts gestartet werden. Mhm. Deshalb würde ich gerne den schießen. Ja. Dann Effekt, darf ich eine Karte ziehen. Mach das. Endphase-Effekt von Titaniklot. Der darf dir jetzt, glaube ich, eine Karte setzen. Magicka Monster von deinem Deck deiner Hand zu fügen oder als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, irgendwie sowas war da. Genau. Ich suche mir mal. Oder ich. Ich beschwöre den. Die Verteidigung. Komm. Deck. Der macht jetzt gerade gar also, nichts, weil ich keinen Stock Magicka Monster kontrolliere. Der sitzt da nur, ne? Der sitzt da nur, genau. Mhm. Dann darfst du. Okay, dann du. Und ich fange mal an mit einem eiliger Notruf. Um ein Heldmonster da einzuholen. Also wirklich ein eiliger Notruf, das kann ich dir sagen. Ja, so schlecht sieht er ja gar nicht für dich aus. Ne? Also, hol ich mir einen Stratos. Ja, das ist eine gute Karte. Stratos, beste Karte. Ist immer gut. So, wie mache ich dann weiter? Weiß ich nicht. Den hab ich schon weg. Hier hatte ich nichts Brauchbares. Ich würde erstmal den Effekt von ihm aktivieren wollen. Was macht er nochmal? Der zerstört alle deine Monster, deren ATK kleiner oder gleich meiner sind. Aber. Einschränkung, also erstmal kriegt er dafür ja 200 ATK. Für jedes Monster, was zerstört wurde, und außerdem darf ich nur mit Heldmonster angreifen. Okay, du hast eh nur Heldmonster, ne? Also, naja. Eine Regel. So, dann würde ich Elementarheld Stratos normal beschwören und den Effekt ansagen für zum Suchen. Zum Suchen. Ja. Mach das. Okay. Problem ist halt, dass das mir alles so gar nicht so viel bringt. Ja. Nehme ich den Vion. Schadet nicht, ne? Ja. Dann würde ich in die Battleface eintreten. Und einmal mit 3-2 vorbeikommen. 3-2 nehme ich. Okay. Haben mich verrückt. Und dann nochmal mit 1-8 hinterher. Auf die Angriffsdeklaration muss ich überlegen. Da würde ich dann ganz gerne meinen jetzt Magna Mut als Spezialschirm schauen. Jo. Ich würde gerne deinen Schicksalsheld Johnny wählen. Den hier. Den kleinen Verbannen. Den dann Spezialschirm schwören. Mhm. Dann seine Fick ansagen. Ja. Und den Face aus den Drachen suchen. Genau. Okay, dann breche ich natürlich den Angriff ab. Jo. Macht keinen Sinn, da reinzurennen. Und dann gebe ich erstmal dich ab. Bleibt der Push bis zur Endphase oder geht er weg? Ich glaube, der behält den Push tatsächlich. Okay, also ich suche mir in der Endphase einen Drachen, ne? Ja. Dann hole ich mir meinen Balldrachling. Ja. Hast du abgehoben bei mir gerade? Bei der Kamera? Ja, ist egal. So. Zieh ich. Mhm. Stamper Main. Mhm.
Ich aktiviere die magische Schmelze. Ich würde mir gerne ein Esra suchen. Yes. Nice. Da ist er. Dann normales Störchen, aktivieren seinen Effekt. Mhm. Störung. Dann würde ich gerne den Effekt von meinem Bestial Duelswurm aktivieren. Mhm. Ja. War nicht den? Ja. Schon mein Duelswurm. Der hat den tollen Effekt. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einer Spezialbeschwörung des Monster wählen, das Gegner kontrolliert, und lege es auf den Friedhof. Genau. Das wollen wir doch gleich erstmal machen. Würde ich gerne die beiden weglinken. In meinen Alistair. Dann triggert der und ich würde gerne den weglegen. Ja, weil ich den nicht sonst nicht wegkriege. dann habe ich noch keine Beschwörung aktiviert. Mhm. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Ich trenne mich von Alistair und einem Lichtmonster für meinen Mechawar. Natürlich. Mein Mechawar braucht das Land. Effect Invocation. Mhm. Schön sie ins Deck, um mein Alistair zu Gedanken zu füllen. 9000 Lebenspunkte. Krank. Du hast du ja dafür gesorgt, ne? Ich kann noch nichts dafür. Würde ich gerne mal Baldrachling als Spezialbeschirm beschwören. Ja. Sind ja auch schon mal Punkte, ne? Das sind 5. Haben wir es besser als brauchen, wa? Was konnte er noch machen? Wenn du ein Monster beschwörst, Synchro, Xyz oder Link, dann darf da Sachen machen. Aber es ist erstmal irrelevant, glaube ich. Aber kannst du gerne nochmal durchlesen. Frech. Frech. Gute Karte, ne? ich würde wohl ganz gerne die Battlefest eintreten. Ja. Baldachling auf Stratos. Jo, 700. Für 700. Dann 2,5 Magnemut. Mhm. Na, jetzt. Dann 1,8 Alistair. Yes. Nochmal 2,5 durch Backover. Dann würde ich gerne mein Buch des Gesetzes in der Battle Phase aktivieren. Ich trenne mich von meinem Mechawar und beschwöre den mächtigen. Na gut, ist eigentlich egal welchen, ne? Theoretisch ist das egal. Theoretisch ist es egal. Ja, komm. Purgatrio für den Style. Ja. Purgatrio Angriff. Ja. Okay, gut, Spiel. Dann ist das deins. Schadidi. Alistair. Ja, gutes Deck. Tatsächlich gegen meins. Ja, immer noch, ne? Ja. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.